Hallo und herzlich willkommen. In diesem Film möchte ich euch den neuen DJI Osmo Mobile vorstellen. In dieses Gerät könnt ihr euer Smartphone einspannen und schon habt ihr eine nicht allzu teure Steadicam mit einigen beeindruckenden Funktionen, die ich euch hier auch noch zeigen werde. Ich wünsche euch viel Spaß. Nach dem Intro geht's los. Als erstes gibt's einen kurzen Blick auf den Lieferumfang. Hier ist enthalten natürlich der Osmo Mobile, ein Akku. Das ist der gleiche wie im normalen Osmo, mit einem einzigen Unterschied, dass dieser den Osmo Mobile viel länger betreiben kann. In Zahlen hat die Batterie somit 980 mAh, was 4,5 Stunden Funktion gewährleistet. Um diesen Akku aufzuladen, gibt es dieses Kabel, was ihr in den Klinkeranschluss vom Osmo reinsteckt, um den Akku innerhalb des Osmo zu laden. Natürlich könnt ihr auch das externe Ladegerät von DJI benutzen. Dann gibt's natürlich noch den üblichen Papierkram, also zum Beispiel die Anleitung und noch eine Handschlaufe für den Osmo. Sehr schön finde ich die Tasche im Lieferumfang. Hier passt auch noch ein Ersatzakku rein und natürlich das Ladekabel. Sie ist auch sehr gut verarbeitet, also wie gewohnt Top-Qualität von DJI. Nun aber zum Osmo Mobile selbst. Grundsätzlich kann man sagen, dass der Griff vollkommen identisch ist wie beim Osmo mit Kamera. Aber trotzdem kann man die Smartphone-Halterung nicht abnehmen. Die Verbindung mit dem Smartphone funktioniert hier auch über Bluetooth und nicht über WLAN. Sehr interessant ist auch dieser Sensor hier. Durch diesen wird gewährleistet, dass der Osmo nur funktioniert, wenn ein Smartphone in der Halterung ist. Die Bedienelemente sind genauso angeordnet wie beim normalen Osmo. Also vorne befinden sich Knöpfe für Foto-, Videoaufnahme, Gimbalneigung und zum Ein- und Ausschalten. Auf der Rückseite sehen wir einen Trigger und den Anschluss zum Laden der Batterie. Auf der linken Seite unter der Abdeckung befindet sich ein Schraubgewinde für Zubehör. Also alles, was es für den Osmo schon gibt, kann man nun auch mit dem Osmo Mobile benutzen. So zum Beispiel Selfie-Stick und Co. In die Halterung für das Smartphone passen alle Smartphones mit einer Breite von 58,6 mm bis zu 84,8 mm rein. Also passt zum Beispiel ein iPhone 6s Plus mit Hülle leider nicht mehr rein. Somit muss dieser ab. Das ist etwas schade, hier hätte man durchaus eine größere Halterung einplanen können. Jetzt aber zum eigentlichen Test vom Osmo Mobile. Wenn Bluetooth im Smartphone aktiviert ist, verbindet sich der Osmo automatisch in der DJI Go App. Also hier ist alles sehr einfach und verständlich gelöst. In der App lassen sich verschiedene Modi auswählen, also im Fotomodus entweder verschiedene Intervallzeiten und HDR oder unterschiedliche lange Belichtungszeiten. Im Filmmodus kann man sich neben dem normalen zwischen Zeitlupe, Zeitraffer oder Motion Timelapse entscheiden. Besonders hervorheben möchte ich hier Motion Timelapse, was sehr interessant ist. Ihr könnt hier dem Osmo verschiedene Positionen beibringen, dann die Dauer festlegen und jetzt könnt ihr euch zurücklehnen, während der Osmo den Rest macht. Das Ergebnis lässt sich wirklich blicken, definitiv eine sehr interessante und nützliche Funktion. Neben dieser Funktion gibt es auch noch einen Tracking-Modus. Hier wählt ihr irgendein Objekt aus und der Osmo versucht immer das Objekt im Blick zu haben. Auch hier wieder sehr praktisch, so hat man nämlich immer seinen eigenen Kameramann dabei. Top! Jetzt zu meinem Fazit. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass sich der Osmo Mobile für jeden lohnt, der mehr aus seiner Smartphone-Kamera rausholen will. Denn im Vergleich ohne Osmo ist der Unterschied wie Tag und Nacht. Besonders interessant könnte es mit dem neuen iPhone 7 Plus und der Zoom-Funktion werden. Wenn ich das iPhone 7 habe, kommt hier definitiv auch noch ein Testfilm dazu. Bei der Verarbeitung kann man wie bei jedem DJI-Produkt nicht meckern. Der Preis mit 339 Euro ist eigentlich vertretbar, also hier gibt es auch nichts auszusetzen. Für mich persönlich war das Motion Tracking und die Motion Timelapse-Funktion das ausschlaggebende Kaufargument. Wenn es diese beiden Funktionen beim normalen Osmo gegeben hätte, dann hätte ich es mir vielleicht noch einmal überlegt, den Osmo Mobile zu kaufen. Abschließend kann ich aber wirklich sagen, dass ich sehr zufrieden bin. Falls ihr noch Fragen habt, einfach rein damit in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat mein Film gefallen. Ich wäre sehr dankbar über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar und wenn ihr mich abonnieren wollt, würde ich mich sehr freuen. Bis bald und tschüss!